Leute, morgen ist der große Tag für mich gekommen. Ich starte auf meiner großen Trekkertour. So kann ich aber natürlich nicht gehen. Deswegen hat Strauß gesagt, Ansgar, komm bei uns im Workwear Store vorbei. Wir statten dich aus mit vernünftiger Arbeitsbekleidung. Da stehe ich gerade vor und da gehe ich jetzt mal rein und werde mich ein bisschen umschauen. Hallo Ansgar, schönen guten Morgen. Moin Heiko. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns hier im Workwear Store. Vielen Dank. Ich habe gehört, ihr stattet mich heute so ein bisschen mit Arbeitsbekleidung für meine Trekkertour aus. Da bist du hier genau richtig bei uns. Wie schaut's denn aus? Was hast du denn vor? Alles. Alles? Okay. Alles ganz viel Unterschiedliches. Ich werde natürlich viel im Trecker sitzen. Ich werde aber auch auf den Höfen mithelfen. Ich werde mich sicherlich auch oft mal dreckig machen. Es geht um Kartoffeln, es geht um Spargel, es geht um Anhänger dran machen, abmontieren, sicherlich mal auf dem Acker irgendwas reparieren oder so. Also alles. Okay, also von Kopf bis Fuß brauchst du dann eine Ausstattung. So sieht's dann aus. Ich sagen, dann führe ich dich ein bisschen rum, zeig dir mal ein bisschen was, was wir haben. Und dann denke ich, werden wir was finden, dass du dann bereit bist für deine Tour. So, lass uns das machen. Ja, dann lass uns doch hier starten, hier in dem Bekleidungsbereich. Ich würde sagen, es steht und fällt mit Schuhen, Hose, ja, dass du da echt gut ausgestattet bist. Schau mal, ich zeig dir mal zwei Modelle schon mal. Das ist einmal die Concrete-Serie bei uns und einmal die DynaShield Solid. Zwei komplett unterschiedliche Materien, ja. Das ist eben ein bisschen ein dünnerer Stoff, ja, gerade jetzt für die Temperaturen. Trotzdem sehr abriebfester. Du kannst ein Kniepolster einziehen, wenn du mal wirklich auf einem festen Boden auf den Knien unterwegs bist. Wobei das jetzt nicht so der Fokus ist in dem Bereich in der Landwirtschaft, sondern eher, dass du echt eine saubequeme Hose hast, die was aushält, die die Bewegungen mitmacht, gerade auch wenn du im Trecker sitzt. Ja, da wärst du zum Beispiel hier bei der DynaShield Solid. Das ist ein komplettes Vier-Wege-Stretch-Material. Ja, das macht wirklich alles mit. Ja, echt eine saubequeme Hose. Da würde ich sagen, das sind schon mal zwei Optionen, die wir anprobieren können. Die dritte Variante ist eigentlich unsere beliebteste Serie, die Motion 2020. Da müssen wir eins weiter nach hinten gehen. Das ist ja so der Klassiker, ne? Was viele Landwirte auch so tragen. Das ne? ist richtig, ob es jetzt Galabau, Landwirtschaft. Aber ich meine, da sind heutzutage keine Grenzen mehr gesetzt. Und ich zeig dir mal die Hose hier drüben. Also wie bereits erwähnt, ist dann eher ein bisschen festerer Stoff mit einem Baumwollanteil drin, Polyester. Du hast ein verstärktes Knie mit Cordura. Ja, das heißt, es ist siebenmal stärker als eine Baumwolle. Du hast eine große aufgesetzte Tasche, du hast eine Zollstocktasche hier an den Seiten und du hast eben zwei Reißverschlüsse drin, morgens frisch, dann nachmittags warm, kannst du aufmachen. Das ist natürlich extrem praktisch, das ist ja im Prinzip genau das, was ich brauche, ne? Ja, das sehe ich auch so, also das wäre optimal. Du hast verstärkte Nähte mit dran, du hast einen flexiblen Gürtel, das heißt, nennt sich bei uns Flexbelt, der geht mit bei jeder Bewegung, dass er auch nicht hinten vom Poppes rutscht, ja. Also das sind wirklich so die drei Hosen, die ich dir empfehlen würde, die wir einfach mal anprobieren. Gut, das heißt, alles fängt mit der Hose an. Ich würde sagen, dann probieren wir die Hose, dass wir da eine Entscheidung treffen und dann bauen wir weiter. Ja, Leute, ihr seht's, so langsam wird das schon ein bisschen besser für die Trekkertour, aber wir sind immer noch nicht am Ziel angekommen. Was kommt jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir ein paar Oberteile dazu. Also gerade im T-Shirt-Bereich haben wir da verschiedene Optionen und du siehst ja auch hier an den Wänden, das passt alles, ist alles total stimmig, dass du da echt ein cooles Outfit hast für deine Tage. Ich würde anfangen hier mit dem Shirt, das ist ein T-Shirt aus Merino-Wolle, dann können wir natürlich noch weitergehen. Nach hier hinten ein zweifarbiges Shirt, eben Baumwolle, Elastan, eben ein ganz stretchiges T-Shirt, das wäre eine Variante, ein Fleece-Shirt. Ja, gerade wenn es ein bisschen frischer ist morgens, eine Fleecejacke, das können wir alles noch probieren. Ja, dann lass uns erstmal mit dem T-Shirt vielleicht anfangen. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Es erschlägt einen ja hier vor Auswahl. Ne? Ihr habt so viel, so viele Kombinationsmöglichkeiten jetzt hier. Sind keine Grenzen gesetzt. Also, wie gesagt, das erste, was ich dir gezeigt habe mit der Merino, das ist das Hochwertigste, was du bekommen kannst in dem Bereich. Dann nehme ich natürlich das. Dann probiere ich das doch direkt mal aus. Und dann nehmen wir das mal als Basis für das, was vermutlich dann noch drüber kommt. Ne? Jawohl. Also S oder M, eins von beiden, denke ich, wird passen. Ja. Dann probieren wir das doch noch mal an. Wollen wir noch eine Alternative mitnehmen? Ja. Das vielleicht können wir noch ein Poloshirt, wenn du Poloshirts magst. Poloshirts sind doch immer gut. Mit Kragen, dann nehmen wir das doch auch noch mit. So, ihr seht's, mittlerweile habe ich auch das passende Shirt zur Hose gefunden. Was jetzt noch fehlt, sind die? Die Schuhe natürlich, ja. Für den Hof braucht man ein paar Sicherheitsschuhe, das wäre optimal. Genau, so, und dann müssen wir uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Wir sind gerade schon in der richtigen Abteilung gelandet, aber auch hier gibt es wieder eine riesige Auswahl. Wo müssen wir hin?
Ja, wir gehen am besten hier zur Sicherheitsklasse 3. Das wäre für die Landwirtschaft am besten. Das heißt eben eine Zehenschutzkappe drin, eine durchtrittssichere Sohle, wenn man irgendwo mal drauf treten kann, dass da keine Gefahr besteht, dass man sich den Fuß ramponiert, und eben ein wetterfester Schuh. Ja? Und dann wären wir schon hier beim Modell Nembus, hier oben geschützt, wenn man auch mal wirklich auf dem Knie rummacht, dass sich das Obermaterial nicht abreibt. Und es ist eben wirklich ein sehr kompakter Schuh, der sehr beliebt ist bei uns auch. Ja? Dann lass uns den ausprobieren. In der Größe? 44. Dann schnappen wir uns den mal, dann probierst du den an. Der passt eigentlich perfekt. Der ist ja noch so. So ein Finger sollte mal Platz haben, genau. Ich gebe dir den linken dazu, dass du mal ein paar Schritte machen kannst. Das ist das Wichtigste, was du hast, ist der Schuh. Das passt doch perfekt. Mach mal ein paar Schritte. Also wie gesagt, 10 vorne, eine 10-Box. Da solltest du ein bisschen Platz haben. Ja. Ja, ich glaube, das ist es. Ja. Leute, das Grundoutfit steht. Das sieht doch schon so ein bisschen landwirtschaftlicher aus, oder? Heiko, was machen wir jetzt? Ja, das passt perfekt. Und ich habe dir hier noch verschiedene Styles eingepackt, die du noch mal ausprobieren kannst. Und danach muss das Ganze natürlich in Aktion getestet werden. Und da haben wir einen kleinen Parcours vorbereitet. Sehr gut, dann würde ich sagen, probiere ich das mal aus hier. Okay, ich habe verschiedene Outfits ausprobiert. Das soll es jetzt sein und das wird jetzt mal getestet. Moin Luis. Moin Ansgar. Ich habe gehört, ihr habt hier einen kleinen Testparcours aufgebaut, damit ich die frische Kleidung auch mal ein bisschen austesten kann. Ja klar, die muss ja jetzt auf dem Prüfstand, oder? Richtig, richtig. Einen echten Trecker haben wir nicht heute hier, aber ihr habt euch was anderes überlegt. Wir haben uns was anderes überlegt. Du lachst schon so. Was habt ihr euch überlegt? Ja, wir haben einen kleinen Parcours aufgebaut. Mhm. Mit ein bisschen Offroad, ein bisschen Slalom. Ein kleines Highlight zum Schluss, aber... Ich habe hohe Erwartungen. Das siehst du vielleicht besser, wenn es dann soweit ist. Ja? Wo, genau. Wo habt ihr es denn aufgebaut? Riesiger Platz hier? Genau, wir sind hier am Headquarter in Biebergemünd. Gerade war es ja schön im Store. Oberhalb ist jetzt hier der Campus. Und quasi hier an dem Haupteingang haben wir diesen kleinen Parcours mal aufgebaut für dich. Den ganzen wirst du mit einem... Ja, Spielzeugtraktor. Herrlich. Und ist es sogar ein Klaas? Es ist sogar ein Klaas. Es ist sogar ein Klaas, das gibt's ja nicht. Alex, das muss man zeigen hier. Ein herrlicher Parcours. Und ich habe sogar wertvolle Fracht dabei, sehe ich gerade. Da sehe ich mich, Leute, da sehe ich mich. Am besten erklärst du mir einmal kurz, was die Challenge ist. Und dann werde ich das natürlich versuchen, mit der Kleidung zu meistern. Ja, also haben wir den Traktor draufsetzen. Wenn du es schaffst, mit dem Pedalen Gas zu geben, dann gerne damit. Ich habe es nicht geschafft, deswegen war es bei mir ein bisschen mehr Bobbycar-Style. Okay. Mit den Füßen an der Seite. Genau, dann ist hier einmal das Starttor. Ja. Genau, dann fährst du hier los. Dann durch den Slalom, ob du den von links anfangen willst oder hier von rechts, ist eigentlich egal. Das kriege ich noch hin. Hier muss ich dann vermutlich schon die Handbremse nutzen, um einmal rumzudriften. Genau, hier geht es erstmal weiter, das ist mehr so eine Abgrenzung. Ach so. Quasi hier durch das Tor. Und dann haben wir Offroad. Genau, haben wir Offroad. Haben wir Offroad, Leute. Das ist mehr wieder so als Absperrung gedacht, dass du dann quasi dann da wieder durchs Tor einen Anschwung nimmst. Ja. Ein bisschen musst du auch nehmen, aber wenn du genug Schwung hast, dann brauchst du auch auf jeden Fall auf der Rampe gleich dann keinen Schwung mehr zu nehmen. Das heißt, da kannst du die Füße hochnehmen und dann... Was habe ich für Fracht dabei? Was ist das? Das ist ein Schuhkarton. Ein Schuhkarton, okay. Ja. Und meine Aufgabe ist es vermutlich, zusammen mit dem Schuhkarton dann wieder ins Ziel zu kommen. Das wäre wünschenswert. Aber hier ab dem Part könnte es dann auf jeden Fall schwierig werden. Ich gebe mein Bestes. Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ein Xerion hat knapp 3 Meter Breite und 7 Meter Länge, glaube ich. Bevor ich damit allerdings morgen durchstarten kann, muss ich heute erstmal kleine Brötchen backen. Denn wer das nicht beherrscht, der kann natürlich auch nicht mit dem Xerion fahren. So, Luis, was ist deine Bestzeit, die du hier gemacht hast? Meine Bestzeit heute hier auf dem Parcours sind 40 Sekunden. Ich bin mir sicher, du schaffst es auch schneller. Das werden wir sehen. Gut, an die Pedale hier komme ich leider nicht. Also komme ich schon dran, aber damit kann man nicht wirklich fahren. Deswegen mache ich es so ein bisschen im Bobbycar-Style. Macht aber nichts. Ich würde sagen, du gibst mir das Signal, wenn ich losfahren kann. Und dann geht das hier rum um den Parcours. 3, 2, 1, go! Hat er schon einen Kaltstart hier hingelegt, aber das klappt wohl ganz gut. Und dann ist hier die erste
Der Wendekreis ist wirklich Hölle. Fahren wir kleinere Kurven. Die Fracht habe ich, glaube ich, noch mit dabei. Jo, dann geht es jetzt weiter zum Offroad-Gelände hier. Mal die ganzen PS hier ausfahren, die ganzen PS, die der kleine Klaas hier mitbringt. Boah, das ist schon wirklich sehr... Hier kämpft er ein bisschen. Und hier kämpfe ich auch ein bisschen. Gleich müssen wir den rausziehen. Ah nee, gerade noch so geschafft. Und über die Rampe. Schön Speed aufnehmen. Juhu! Habe ich es geschafft. Oh, und welche Zeit habe ich geschafft? 57 Sekunden waren. 57, das ist ja eine Katastrophe, eine Katastrophe. Aber man muss sagen, du bist auch ein geübter Fahrer, ne? Genau. Bist schon ein bisschen unterwegs gewesen. Und Paket ist auch noch bei dir ein bisschen sicherer da, als das bei mir der Fall war. Aber es ist gar nicht so einfach hier, mit dem kleinen Ding über den Parcours zu fahren. Und Kleidung hat gehalten. Ich glaube, ich bin perfekt ausgerüstet für die Trägertour morgen. Gut, dann habe ich das ins Ziel gebracht. Und was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt weiter in die CI Factory in Schlüchtern. Da ist unter anderem Logistik, aber das siehst du dann auch dann nochmal vor Ort. Ich glaube, das ist die kleine Überraschung, die mir am Anfang schon angekündigt wurde. Die gibt es nämlich nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ihr seht, die Kleidung hat gehalten. Ich habe den Parcours überstanden, lebe noch. Das ist ja die Hauptsache. So, und jetzt habe ich erfahren, bekomme ich einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Vanessa, du kannst mir hier ein bisschen was zeigen von Strauß, wie es genau so hinter den Kulissen abläuft. Erstmal schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns, dass wir dich hier in Schlüchtern begrüßen dürfen. Und wir wollen dir einfach mal zeigen, was in der neuen Strauß CI Factory alles passiert. Da bin ich sehr gespannt. Dann lass uns mal losgehen und schaut mal da hinten, wenn das mal kein Empfang ist. Und zum Abschluss gibt es hier noch mal was ganz Besonderes. Die Sophie steht hier nämlich schon hier vorne. Hallo Sophie, Ansgar. Wo sind wir hier? Ihr seid im Prototyping, explizit im Smart Lab. Und hier findet das ganze Finishing von unseren Produkten statt. Das heißt, wir können hier airbrushen, wir können hier patchen, wir können unseren Laser verwenden. Genau, und deshalb haben wir hier Materialien für dich vorbereitet. T-Shirts, Hosen und Sweatshirts. Und ja, können dann gemeinsam überlegen, wie wir die T-Shirts gestalten. Und ich sehe, du hast hier schon ein paar Sachen vorbereitet. Nicht nur die Kleidung liegt hier schon, sondern das wird auch alles noch ein bisschen personalisiert. Treckerspuren sehe ich hier, das Strauß-Logo, das darf natürlich auch nicht fehlen, und mein Logo. Eben, genau. Und das Schöne ist, also wir haben hier diese Schablonen, Airbrush-Schablonen, die können wir auf das T-Shirt positionieren. Das heißt, wir können später austüfteln, wo soll es denn sein, und können dann mit unterschiedlichen Farben drüber airbrushen. Der Strauß ist natürlich auch immer mit dabei. Und das hier sind Patches, das heißt, die funktionieren im Endeffekt wie Sticker. Wir können die auch auf den T-Shirts, auf den Hosen, auf den Pullis positionieren und dann mit der Heizpresse fixieren und somit dein Logo auf der passenden Position platzieren. Genau. Sehr schön. Das heißt, es wird eine stark personalisierte Kleidung geben. Was ihr davon habt, das sage ich euch am Ende des Videos nochmal. Aber ich glaube, es wird großartig. Und ich habe hier gerade schon gesehen, ihr habt ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit so Farming-Geschichten. Denn ihr habt schon mal für den Farming-Simulator was gemacht, ne? Genau, und das sind Patches, die eben auf das T-Shirt aufgebracht wurden. Also so wie die, nur eben mit dem anderen Motiv. Sehr cool. Daran können wir uns vielleicht schon so ein bisschen orientieren. Ich würde allerdings vorschlagen, wir tüfteln jetzt mal so ein bisschen rum, wie wir das am besten anordnen, wo das am besten ist, wo das am besten aussieht. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit, das soll ja auch cool aussehen. Und dann, wie gesagt, am Ende des Videos erfahrt ihr nochmal so eine kleine Sneak Preview oder bekommt ihr nochmal so eine kleine Sneak Preview, was ihr dann davon haben könntet. We'll be right back.
Ja, Leute, das war mein Tag hier bei Strauß. Bestens ausgestattet bin ich jetzt. Getestet habe ich die Kleidung auch. Danach habe ich noch eine ausführliche Führung bekommen. Und am Ende war ich ja noch im Smart Lab. Und dann haben wir so ein bisschen getüftelt und haben uns ein bisschen was Cooles überlegt, was dann für euch am Ende ist. Was das allerdings ist, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Wer genau hingeschaut hat, der kann es vielleicht erahnen. Aber das werden wir dann erst am Ende der Trekkertour zeigen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ist für euch, ist was sehr Cooles. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne morgen bei der Trekkertour wieder rein. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Tschüss.